Du bist so ein Vollidiot. Jule, hör mal auf, mich zu mobben. Herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ihr merkt schon, ich rede schneller als sonst. Das liegt nämlich ganz einfach daran, dass ich zu einer 1-Stunden-Vlog-Challenge nominiert wurde. Von dem lieben Simon Will. Auch bekannt für extraordinäre Vlogs. Luca. Bei dieser 1-Stunden-Vlog-Challenge... Bei dieser 1-Stunden-Vlog-Challenge geht es nicht darum, dass man einen Vlog hochlädt, der eine Stunde lang geht, sondern dass man diesen Vlog, den man hochlädt, innerhalb von einer Stunde abdreht. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich nur noch 59 Minuten Zeit. Ich habe mir überlegt, was man innerhalb dieser Zeit machen kann und da ist mir eingefallen, ich muss auch mal wieder zu Ikea. Weil das Bild da vorne finde ich ein bisschen langweilig und da will ich 3 neue hängen haben. Und Ikea ist ein super cooler Laden, nicht nur für Möbel etc. pp., das ist übrigens nicht bezahlt oder so, sondern Ikea benennt ihre Möbel wirklich sehr, sehr komisch. Und sehr, sehr lustig. Und damit kann man witzige Wortspiele machen. Das heißt, Jule und ich fahren jetzt zu Ikea und ich werde versuchen, in einer Stunde diesen Vlog fertig zu machen und in dieser 1 Stunde so viele dumme Wortwitze, wie auch immer, mit Ikea begriffen, wir müssen dahin jetzt, schnell. Ikea. Also versuchen wir jetzt innerhalb von einer Stunde oder zurückverbliebenen 40 Minuten so viele Wortspiele mit Ikea-Möbelnamen zu machen, wie geht. Let's go. Luca, wolltest du heute für die Nationalmannschaft backen? Nee, ich wollte heute für Löw backen. Oh, das war ja ein guter Gag. Nett. Hä? Wieso geht die Lampe nicht? Ach, die hat einen Schalter. Ich dachte, das wäre ein Knacklicht. Bereitet ihr die Wortwitze eigentlich vor? Nee, wir machen das eigentlich relativ spontan. Hier stehen aber viele Boxen. Das war wohl ein relativ guter Sammler. Du, da unten gibt's Hot Dogs for free. Ja, Hinde. Das finde ich aber schon ein bisschen dekadent, dass hier einfach so ein Regal mit 2017 PS steht. Alter, wurde diese Bambuslampe landwirtschaftlich, handwerklich oder etwa industriell hergestellt? Was bedeutet nein eigentlich? Nett, ja. Du bist aber auch ganz schön nippelig drauf. Voll dumm, Alter. Wir sind gar nicht in Stockholm. Jule, sag mal was. Jule, sag mal was. Oh, sorry, vergessen, das hier absorbiert ja die komplette Lautstärke. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Irgendwie funktioniert das nicht. Luca, du darfst das nicht pushen. You need to drag it. Luca, duck dich! Warum? Mh, das sieht mir schon nach etwas Hochklassigem aus. Ist das ein iPad? Nee, das ist ein Laptop. Oh, kann ich den Zettel haben? Kein Problem, ich brimme es dir nach Hause. Wow, Alter, es ist Herbst, Leute. Luca, kannst du mal herkommen? Du, ich nehme hier gerade die Freiheiten, meine Beine ein bisschen aufs Sofa zu legen. Luca, was sind 100 mal 100 Kilometer? Einen Hektar. Wie nennt man's, wenn man einen guten Freund unterstützt? Back a bro. Übel nice, Alter, das Sofa hier hat einfach eine Schlaffunktion. Chillig, da kann sich das Sofa auch mal ausruhen. Es kann halt allerdings auch sein, dass ein Sofa davon gar nichts versteht, denn das sind ja Bettdinge. Skurra! Wollen wir die Box einfach nehmen? Nee, ich würde sagen, wir nehmen die, denn das ist die beste Box. Diese Lampen wären halt mega geil für unsere Küche, aber das Problem ist, die kannst du halt nur... Ja, die können wir halt nur einen Monat im Jahr dann haben. Alles klar. Doch schön, so ein bisschen glanzmäßig. Ja, ich will es eher so ein bisschen mattmäßig haben. Hier liegt so eine Küchenwaage, das ist... Hä? Ich zieh doch die ganze Zeit... Ach, man muss drücken, damit... Ach, so. Das vorhin hatte 2017 PS, aber 2012 PS, das geht auch ein bisschen zu weit. Ich meine, bin ich hier beim Luxuskarosserienhändler oder bei Ikea? Was macht eine Waffe? Bang. Was mache ich hier? Bang. 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 Eigentlich wollte ich den Sessel, doch dann habe ich diesen Sessel hier gesehen und dachte mir, das ist der tollste Sessel. Kennt ihr das Pokémon Smetbo? Hier. Wie würde Smetbo heißen, wenn er ein bisschen zu viel essen würde? Fettbo. Let's get it. Fick this. Du bist ein ganz schöner Knipser. Das ist ja praktisch. In diesem Ordner finden Sie Jules Finanzen. ist relativ leer. Wenn ein prominenter Fallschirmspringen macht, was ruft man ihm hinterher aus dem Flugzeug? Fleister. Was ficken? Lachs ficken. Alter, ihr seid echt irre. Geschlechtsverkehr mit einem Fisch. Hommelfick, Alter. Was? Erst Fische und jetzt auch noch Bienen? Das ist ein Video. Excuse me, are we in London right now? No, we're in Cologne. Oh, jetzt kriegt ihr auch noch einen Anruf rein, Alter. Die muss wahrscheinlich relativ bekannt sein. Was ist mein Mann mit seiner Affäre? Ach, das ist doch der Markus, oder? Luca, bist du zufrieden mit der Wandfarbe? Nee,
Ich glaube, ich streiche ihn morgen hell an. Oh, hast du nur ein Brett? Nee, ich habe mehrere Bretter. Ja, du bist so ein Vollidiot. Jule, hör mal auf, mich zu mobben. Ich finde diese Lagerung hier nicht nur super, sondern wirklich fantastisch. Oh, Luca, lass uns das nächste Mal mitnehmen. Nee, ich will das gern direkt mitnehmen. Bist du interessiert in Fußball? Nee, eher in Golf. Stehst du gerade im Westen? Nee, ich stehe gerade im Osten. Hm. Du bist ja heute rostig unterwegs. Boah, ist hier viel Licht, Alter. Das ist schon relativ lämplig hier. Bambus, lol. Ist ja einfach im Ikea die Haltestelle von Julians Bus. Mach mal an. Boah, okay, ist schon relativ luftig hier. Boah, Jule, das Abendessen sieht ja schon relativ smacklig aus. Lass die Korken knallen, Freunde. Voll krass, du kochst hier vorne Tee, ich deck den Tisch. Wir sind schon heftige Multitalente. Okay, ich hab Hunger. Ach, Jule, ist das einfach. Sonne ist da. Hä? Hier ist gar keine Sonne. Ob ich später Golfspieler werde? Nee, ich werde Fußballer wie David Beckham, Albert Einstein. Krass, dass man den hier trifft. Da kann man dem einfach nur mal ein Kompliment machen. Wo ist denn Jule eigentlich? Ach, Leute, ich liebe die Prärie. Ist es bei euch eigentlich auch so, dass ihr einen besten Kumpel im Sommer habt und halt auch noch einen Winter, Bro? Jule, stopp. Wir müssen noch eben kurz Rast machen. Oh, Jule, sei doch ein bisschen vorsichtig. Jule, du bist so faul. Lehn dich doch da nicht schon wieder an. Mh. Lecker. Yes, Jule, da hast du deinen Pokal. Oh, ist das romantisch gerade. Wollen wir uns morgen treffen, Jule? Nee, ich glaube, das müssen wir vertagen. Was ist 2 plus 2? 4? Ja, das ist richtig. Oh, Jule, das ist aber fabulös. Ah, der Topf steht hier nicht ganz drauf. So, ich bin halt immer mehr so der Idealist. Ach, Jule, du bist echt der Knaller. Wie heißt die Schwester vom Sänger von Sorry? Justina. Oh, Jule, du siehst gerade echt appetitlich aus. Sehen wir uns im halben Jahr? Nee, wir sehen uns schon in einem Quartal. Oh, hier zeigt uns Luca gerade seinen Disco-Dance. Luca, was machst du da gerade? Ich fahre gerade Go-Kart. Oh. Guten Morgen, Jule. Luca, was machst du da? Ich bin am Rocken. Oh, Luca, lauf ja doch nicht gegen. Sorry, ich bin halt relativ bullig. Lol, hier liegt einfach ein Bumerang. Hä, fliegen die nicht eigentlich zurück? Inga, komm, Inga. Inga, red doch mit mir. So viele verschiedene Kerzen. Das ist ja echt ein Phänomen. Wenn wir diese ganzen Lichter in der Wohnung hätten, hätten wir endlich mal Klarheit. Da wir jetzt gerade durch den ganzen Ikea durch sind und erst bei 47 Minuten sind, würde ich sagen... Einfach 1 Euro für einen Hotdog. An der Stelle würde ich den heutigen Vlog jetzt allerdings auch beenden, meine Damen und Herren. Simon, du hast es mir nicht leicht gemacht. Es regnet einfach gerade draußen. Als wir ankamen, schien noch die Sonne. Simon, du hast es mir nicht leicht gemacht, aber ich dachte, okay, wenn ich eh zu Ikea muss, mache ich halt so ein paar Wortspiele. Dieses Laufband wackelt einfach die ganze Zeit. Jedoch muss ich ja nur noch 3 Leute nominieren, die ebenfalls einen kompletten Vlog in nur 1 Stunde abdrehen müssen. Als allererstes würde ich meine Freundin Jule nominieren. Die macht ja auch schon echt immer super Vlog. Heute ist der Sonntag, das Wetter ist echt schön. Guckt euch das mal an, wie die Sonne scheint draußen. Dann würde ich an 2. Stelle Jona nominieren, ein guter Kumpel von mir. Und an 3. Stelle würde ich Max nominieren, weil Max immer so ein bisschen unmotiviert ist, Videos zu machen, das ist jetzt mal eine Aufgabe. Da ich nun aber auch 3 andere Leute nominiert habe für diese Challenge, würde ich den Vlog an dieser Stelle jetzt auch beenden, weil viel mehr Zeit bleibt mir auch ehrlich gesagt gar nicht. Wenn euch diese Challenge hier gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like da. Jule und ich fahren jetzt nach Hause und bauen diese Bilderrahmen hier auf. Also im nächsten Vlog seht ihr dann hängende Bilderrahmen bei mir in der Wohnung. Doch jetzt kommt erstmal das Outro.